Wir sind Petra Poppe und Kakadu Popeye. Bitte leise, leise klatschen, nur mit zwei Fingern. Ja. Frau Poppe, ja. Das ist wirklich Ihr Name, oder haben Sie sich den, ja. Haben Sie den Papagei deswegen Popeye genannt? Weil der hieß schon so, praktischerweise. Der hieß schon so, alles klar. Sie sind sozusagen seine Pflegerin im Tierpark in... Im Wild- und Freizeitpark Willingen. Der kann sprechen? Ja. Was hat er gesagt? Velo, Velo, oder was hat er gesagt? Popeye. Popeye? Was bedeutet das, wenn der den Kamm aufstellt? Er freut sich, das Imponiergehabe. Ach so, okay. Mein Showvogel. Dann macht er, also das macht er, da freut er sich, ja? Ja. Ups, jetzt ist mir das Ding runtergefallen. Ist so ein Vogel gefährlich? Nö, alles Vegetarier. Ja. Ja, noch. Das war ganz schön beeindruckend. Wenn man als Fremder ihm die Hand hinhält, steigt er jetzt da drauf? Mhm. Und dann besteht dann Gefahr für mich? Nö. Dass er mich beißt oder so? Diese Schnäbel, die haben, die sind ja sehr, sehr kräftig, oder? Ja. Soll ich mal probieren? Dann ist Raab in Gefahr. Ja. Da, Popeye. Komm, Popeye, komm. Komm. Oh. Ja. Popeye, wo ist der Vogel? Ja. Geh mal gucken, wo ist der Vogel? Wo ist der Vogel, Popeye? Der guckt mich so an, als würde mir gleich das Auge aushacken. Popeye, wo ist der Vogel? Wo ist der Vogel, Popeye? Der bleibt jetzt hier sitzen, bis ich irgendwie was Bestimmtes sage, oder? Nö. Eigentlich, komm mal her, Popeye. Komm her, Tati. So, ich geh dann wieder zurück. Auf die Schulter. Okay. Ah! So, wo ist der Vogel? Oh! Popeye! Wo ist der Vogel? Oh! Kein Vogel da. So, jetzt komm ich. Kann ich den für Karneval haben? Ich gehe als Pirat, dass der so auf der Schulter... Bleibt der dann da so sitzen, wenn ich da mit dem irgendwie auf eine Party gehe? Ja, man muss mit allem rechnen. Ist ein Kakadu. Okay. Wir werden gleich mit dem... Ist ein Kakadu. Kakadu ist ein Papagei. Ja. Also ein Papagei ist... Also ein Kakadu ist immer ein Papagei. Aber ein Papagei ist nicht immer ein Kakadu. Genau. Genau. So, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Und nach der Werbung wird Popeye diesen sensationellen Trick noch mal, den Sie da gezeigt haben, eben, wo man... Ja. Wo ist der Vogel? Wo ist der Vogel? Ja, wo ist der Vogel? Was hat er gesagt? Warte mal! Spricht er auch nach? Popeye. Das alles gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Und Popeye in Aktion. So, da sind wir wieder. Popeye, das ist der Kakadu hier neben mir, der sich offensichtlich freut, weil ihm der Kamm schwillt. Oh. Tiere sind grundsätzlich nicht aggressiv? Oder kommt es schon mal vor, dass sie... Nö. Also wenn man die gleich von klein auf richtig groß zieht, vernünftig mit denen umgeht, dann ist das kein Problem. Wie lange kennen Sie sie schon? Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren. Wie alt wird so ein Kakadu? Also diese hat er gelacht Art, gerade? Hat er gelacht? Ganz gehässig. Ah, komm, ich stelle ihn mal ganz langsam auf. Ne? Wie alt wird so ein Kakadu? Der Triton-Gelbhauben-Kakadu kann bis zu 60 werden, aber Gelbwangen-Kakadus und andere 100 und älter. Ach, echt so alt. Und er ist jetzt 6? Dann, ja, 7 Jahre. 7, okay. Das ist echt lustig für die Show, wenn man so einen immer auf der Schulter haben könnte, oder? Das ist einfach ein super Bild, finde ich. Tja. Der spricht aber jetzt nicht auf Kommando oder so. Ne? Das kann er nicht. Man könnte das schon beeinflussen, aber bei ihm geht das nicht. Ja, okay. So, wir wollen jetzt mal dieses Kunststück vorführen, was Sie da probiert haben, was aber nicht ganz geklappt hat. Das heißt, der Kakadu ist schon ein bisschen eigenwilliger Typ. Ja, ne? Das ist auch das Gute an dem. Okay, ach so. Okay. Sie machen mit denen eine Show da auch dann im Tierpark? Eine Infoshow. Okay. Erzähl dir, was besonders ist, wo die herkommen. Wie man die halten muss, also immer mindestens paarweise, niemals alleine. Okay. Und so weiter. Alles und klar. Okay, dann so kleine Tricks, die sie schon. Wir das mal probieren. Diese Rollschuhe, die haben Sie selber gebaut, ja? Nee, die sind bestellt. Ach, die sind bestellt, aber die gibt es jetzt nicht serienmäßig, sodass man in einen Kakadu-Skate-Laden gehen kann und sagen, hier, ich hätte gern für meinen Kakadu ein paar Skates. Sondern das sind eine Sonderanfertigung, oder? Ja. Ich baue mal diesen Slalom auf. Fangen wir mal hier, wir fangen da an, ne? Damit die Voraussetzungen. Popeye hilft. Ups. Kann der wegfliegen oder hat der ein bisschen gestutzte Flügel? Die sind nicht gestutzt. Der kann richtig wegfliegen? Klar. Ach, und wenn der jetzt hier anfängt rumzufliegen, ist das für ihn nicht gefährlich? Wenn er dem Scheinwerfer zu nahe kommt, stürzt er ab wie Icarus. Ist ein Männchen, der ist faul. Okay, pass auf, wir fangen hier mal an. Popeye, wir stellen dich jetzt mal auf die
auf die Rollschuhe. Okay, machst so. Du? Komm, Papa, drauf. Bin mal gespannt, ob es heute klappt. So. Ja. Nee, Papa, will nicht. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ja. Komm, Papa. Papa ist gut. Ganz entspannt, Papa. Guck mal, da gehst du mal da drauf. Ach, da. Nein, auf den Rollschuh. Ja, okay. Magst so, Papa, komm, mal. Komm mal rauf. Jetzt mal hier, komm mal hier. Komm. Draufstellen. Draufstellen. Nicht da drauf. Der Beweis, dass Sie einen Vogel der haben. Der mag mich, ne? So, komm, Papa, geh mal runter wieder. Komm, geh mal wieder runter. Voll cool. Ja, fein. So. Nein! Der hat aber Bock. Der hat aber richtig Bock heute, ne? Ja, das ist Showvogel. Papa. Ja. Der macht das im Vielleicht haben sie den auch verwechselt und der Papa ist ein anderer, wenn sie da mehrere von haben. Ja, ja, wer trainiert hier wen? So. Vielleicht müssen wir es ihm einfach noch mal zeigen. Ich habe vorsichtshalber noch mal... Oh. Ich habe vorsichtshalber mal so eine Popeye-Attrappe mitgebracht. Wir zeigen dem das einfach noch mal. Vielleicht, dass er sich noch mal angucken kann. Papa. Guck mal da, Olivia. Olivia. Papa. 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 So, Papa, guck mal hier. Jetzt ist... So, ich tue den Papa jetzt mal hier, den Kunstpapa hier drauf. Ich habe das mal vorbereitet. So, dann stellen wir hier. Ich nehme mal größere. Vielleicht ist das besser. Größere Hindernisse. So, Papa, guck mal genau zu. Das haben wir extra aufwendig gebaut. Pass mal auf. Hier, mit so einem Magnet kann ich den Papa hier. Guck mal, Papa. Guck mal, Papa. Jetzt hat er selber gelacht. So. Guck mal, Papa. Guck mal, Papa. Guck mal, Papa. Hier. So, Papa, noch einmal probieren. Vielleicht wird er ja gereizt, wenn wir hier. Das ist ja eine Popeye, eine Kakadu-Dame. Ja. Vielleicht mal. Komm, Popeye, komm mal hierher. Ja, ne? Ja, bei mir scheint er sich wohl zu. Ja. So, Popeye, bei mir scheint sich ja wohl zu fühlen. Komm, wir probieren jetzt nochmal. Hier sind die Schuhe, Popeye. Guck sie dir nochmal genau an. So, jetzt gehst du nochmal hier runter. Ja. So. Oder auch nicht. Ja. Komm, Popeye, jetzt hast du es ja gesehen, wie es geht, oder? Nein. Nein. Komm. Oh, Schatzi. Alles ja. So. So, Popeye. Ja, wie kann man denn so ein Tier bestrafen, dass es das endlich macht? Ignorieren. Vielleicht müssen Sie demnächst einfach mit dem Popeye auftreten und einfach von vornherein sagen, Popeye kann Rollschuhweitwurf. Ja. Komm zu Papa, ne? Das ich glaub, ist alles das hat, so trainiert, glaub, das soll so ja, sein. Komm her. Ich glaube, das hat keinen Zweck mit Popeye. Aber ich finde es trotzdem toll, ne? Du lässt dir nicht einfach sagen, was du machst. Der hat einfach Bock, der macht einfach, worauf er Bock hat. Ja. Wenn Sie Popeye mal sehen wollen im Wild- und Freizeit, wie heißt das, Park in Willingen, ja, können Sie sehen, er kann es wirklich. Sie müssen aber sehr viel Glück haben, dass es auch an dem Tag, an dem Sie dann kommen, auch wirklich macht. Ne? Aber auch sonst lustig, ne, Popeye? Wo ist der Vogel? Wo ist der Vogel? Ja, da ist der Vogel. Das kann er. Ja, vielen Dank, Petra Popeye und Kakadu. Petra Poppe und Kakadu Popeye. So ist richtig, ne? Vielen Dank. Tschüss.